CD heißt Lava, weil die Musik auf irgendeine Weise mit Neapel verbunden ist. Und in Neapel gibt es natürlich den Vesuv mit seiner Lava. Lava kann poetisch sein, wenn man sie nachts aus der Entfernung fließen sieht. Sie kann aber auch eruptiv und überwältigend sein. Ganz genau wie die Musik, die wir eingespielt haben. Sekunde eigentlich haben wir diese Musik, also ich habe diese Musik geliebt und als das Orchester dann zusammenkam für die erste Probe, es war wie eine, ja, wie eine Geburt eines neuen Babys und bis jetzt glühe ich dafür. Es ist Lava einfach. I'm researching in libraries all over Europe, and it's always an adventure. There is so much wonderful music still to discover that is more or less unknown, and most of it is rarely performed and never recorded before. Sehr aufgeregt, weil ich ja nicht wusste, ich habe die Stücke studiert und ich wusste ja nicht, ja, wie werden die wohl spielen und wie wird das denn wohl klingen, wenn ich das erste Mal höre. Und es waren in manchen Vorspielen, als dann die Vorspiele kamen und ich habe dann meinen Gesang dazu gegeben, es war in der ersten Minute eigentlich genau das, genau, wir hatten denselben Geschmack, dasselbe Feeling dafür und dann ist langsam die Musik ist aufgeblüht.